So, that's why you and Mom are angry at each other. Das ist der Grund, warum die Mutter und du ärgerlich seid übereinander. You're thinking in a way. Ihr denkt auf eine Art. That creates the anger. Die den Ärger erschafft. You're not dancing with life. Ihr tanzt nicht mit dem Leben. You're each thinking of what's wrong with the other side. Und jeder denkt, was ist mit der anderen Seite falsch. So we got to show you this evening. Und ich möchte euch gerne heute Abend zeigen, how to wear these ears. Wie wir diese Ohren aufziehen können. Giraffe's ears. Das sind Giraffenohren. Now let me show you how to wear a giraffe ears. Und ich möchte euch zeigen, wie man die Giraffenohren aufzieht. You be mother saying something that stimulates your anger. Du bist die Mutter, die etwas sagt, das deinen Ärger auslöst. What do you say to me? I'm you. Was sagst du zu mir? Ich bin deine Rolle. Du sagst zu mir, du solltest nicht das Ticket buchen, weil Nina, die Schwester, hat keinen Babysitter für die Katzen. Yeah, now, just for a moment, just coach me in my role here. Why would that make you angry? Why would that be a hard message? Jetzt unterstütze mich in meiner Rolle hier. Warum macht dich das eng ärgerlich, diese Botschaft? And did you tell her not to book the ticket? I see. Okay. Weil ich habe ihr gesagt, sie soll das Ticket nicht buchen, weil ich gehört habe, dass die Schwester keinen Babysitter hatte und ich habe gedacht, vielleicht können wir uns bei der Schwester treffen. I see. Richtig? Und zu diesem Zeitpunkt aber hatte sie schon entschieden, dass sie dann auch überhaupt nicht kommt. And so you're upset that she decided not to come at all. Und du bist ärgerlich, weil sie entschieden hat, überhaupt nicht zu kommen. And why are you angry at that? Und warum bist du darüber ärgerlich? Okay. Ich möchte sie gerne an Weihnachten sehen. And what's the good reason why she chose not to come? Und was ist der gute Grund, warum sie entschieden hat, nicht zu kommen? Das weiß ich nicht. Let me show you what I mean by good reasons. Ich möchte zeigen, was ich meine mit gutem Grund. See, if we have giraffe ears on, seht ihr, wenn wir die Giraffenohren anhaben, we know that nobody ever does anything wrong. Dann wissen wir, dass niemand irgendetwas falsch machen kann. Nobody ever does anything bad. Niemand tut irgendetwas Schlechtes. That everybody, every moment, does what they do for the same reason. Sondern dass jeder zu jedem Moment, was immer er auch tut, es aus dem gleichen Grund heraus tut. It's the best they know to do at that moment, how to meet their needs. Es ist das Beste, was sie in dem Moment wissen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. That's a language of life. Und das ist die Sprache des Lebens. It helps us to dance with life. Es hilft uns, mit dem Leben zu tanzen. To hear the need behind the other person's actions. Das Bedürfnis zu hören, das hinter der Handlung des anderen steht. So, if I have wolf ears on, wenn ich Wolfsohren aufhabe, I'm not in touch with my needs. Dann bin ich mit meinen Bedürfnissen nicht in Verbindung. I say to mother, but you know, family should be together at holiday time. Und ich sage zu meiner Mutter, weißt du, die Familie sollte zu Weihnachten zusammen sein. And then mother says to me, und dann sagt mir die Mutter, well, you shouldn't have told me not to come. Du hättest mir nicht sagen sollen, ich soll nicht kommen. You see. So, with giraffe ears on, und mit den Giraffenohren auf, we don't think of what's wrong with mother. Denken wir nicht darüber nach, was stimmt mit der Mutter nicht, was ist falsch mit ihr, we want to dance with life. Sondern wir wollen mit dem Leben tanzen. So, we want to first of all let mother know what our needs are. Als erstes wollen wir unsere Mutter wissen lassen, was unsere Bedürfnisse sind, that are not being met. Die nicht erfüllt sind. And it's very important to do that without using any words that sound to mother like what she's doing is wrong. Und es ist ganz wichtig, dass wir das tun auf eine Art, die keine nichts beinhaltet, dass die Mutter den Eindruck haben könnte, sie macht etwas falsch. So I might say it this way. Und ich könnte es vielleicht auf die Art ausdrücken. Mother, I'm so disappointed. Mutter, ich bin so enttäuscht. I have such a need for closeness and harmony in our family. Ich habe so ein Bedürfnis nach Nähe und Zusammensein in unserer Familie. And I've been looking so forward to the three of us being together. Und ich habe so mich danach gesehen, zusammen zu sein. So would you be willing to get a ticket and figure out some way that we can all be together? Wärst du bereit zu schauen, dass etwas herauszufinden, das es möglich macht, dass wir alle zusammenkommen? Can you see how that's a language of life? Kannst du sehen, wie das eine Sprache des Lebens ist?
It's honest. I'm telling her what I'm feeling. Es ist ehrlich. Ich sage ihr, was ich fühle. What my needs are. Was meine Bedürfnisse sind. And I ended on a request. Und ich habe mit einer Bitte geendet. Those are three of the basic ingredients of nonviolent communication. Das sind drei der Grundlagen für gewaltfreie Kommunikation. Feelings. Gefühle. I'm so sad, Mother. Ich bin so traurig. Mutter. Needs. Bedürfnisse. I really have a need for closeness and harmony in our family. Ich brauche wirklich Nähe und Harmonie in unserer Familie. See, I'm no words in there implying mother is wrong. Es sind keine Worte drin, die beinhalten, dass die Mutter etwas falsch macht. I'm speaking a language of life. Ich spreche eine Sprache des Lebens. Not a language that judges mother's action. Und nicht eine Sprache, die die Handlungen der Mutter beurteilen. And I end on a clear request. Und ich schließe mit einer klaren Bitte. Wärst du bereit, mit mir zusammen einen Weg zu finden, durch den wir alle zusammen sein können? Okay, now how does mother respond to that? If when I say that, your mother, what do you say? Wie würde deine Mutter reagieren, wenn sie das hört? Was würde sie sagen? So wie ich sie kenne, wird sie wohl sagen: Ich weiß nichts. Ich muss darüber nachdenken. So I gotta turn the battery up on my giraffe ears. Dann muss ich die Batterie hochschrauben an meinen Ohren. Because see, notice what mother said. I don't know about that. Und merkt, das, was die Mutter gesagt hat, ich weiß nichts. I'll think about that. Ich werde darüber nachdenken. See, it's going to be hard to dance with somebody who uses a language of thoughts, not a language of life. Und das ist schwer zu tanzen mit jemandem, der in Gedanken ist und nicht mit dem Leben verbunden. That same message could be many different things. Diese gleiche Nachricht kann ganz vieles Verschiedenes heißen. So I have to turn up the battery on his ears. Ich muss also die Batterie bei diesen Ohren hochschrauben. Now when I have the battery up, I don't hear what mother just said. Und dann höre ich nicht, was die Mutter gerade gesagt hat. Here's where my attention goes. Sondern auf das geht meine Aufmerksamkeit. I don't know. I'll have to think about that. Ich weiß es nicht. Ich muss darüber nachdenken. See, with these ears, I never hear what another person thinks. Mit diesen Ohren höre ich niemals, was eine andere Person denkt. You'll live longer if you never hear what another person thinks. Ihr lebt länger, wenn ihr nicht hört, was eine andere Person denkt. You'll enjoy human beings a lot more. Und ihr werdet viel mehr Freude an menschlichen Wesen haben. Especially when they tell you what they think about you. Besonders wenn sie euch sagen, was sie über euch denken. Don't ever hear what somebody thinks about you. Und hört niemals, was jemand über euch denkt. Especially if it's in the form of praise or compliments. Besonders wenn es in der Form von Lob oder Komplimenten ist. Being expressed to reward you and manipulate you. Die ausgedrückt wurden, um euch zu belohnen oder zu manipulieren. Which is what is done in the wolf world. You use praise and compliments to manipulate people. Was in der Wolfswelt gerne getan wird, Lob und Komplimente, um euch zu manipulieren. So you use negative judgments to make people hate themselves. Genauso wie man negative Urteile benutzt, um die Menschen dazu zu bringen, dass sie sich hassen. And praise and compliments to reward them so they'll do what you want them to do. Und Lob und Komplimente, um sie zu belohnen, damit sie das tun, was sie wollen, dass du tust. And that's why we got to have a good pair of these ears. Und darum brauchen wir wirklich ein brauchbares Paar von diesen Ohren. Because you can't dance with life when people are using words like that. Weil du kannst nicht mit dem Leben tanzen, wenn die Menschen solche Worte benutzen, wie eben. But with these ears on. Mit diesen Ohren aber auf. We don't hear the thoughts. Da hören wir die Gedanken nicht. We connect with what the person might be feeling and needing. Wir verbinden uns damit, was die Person möglicherweise fühlt und braucht. So now when mother says, I don't know, I'll think about it. Wenn also die Mutter nun sagt, ich weiß es nicht, ich will darüber nachdenken. I go to the heart. Dann gehe ich zum Herz. Mother, are you feeling frustrated? Mutter, fühlst du dich frustriert? And you want me to understand that how confused you are about the different messages you got? Und du hättest gerne, dass ich verstehe, wie verwirrt du bist über die verschiedenen Mitteilungen, die du von uns bekommen hast? I don't know if that's right. Ich weiß nicht, ob das richtig ist.
The technology on these giraffe ears has not developed to the point that we can always guess right what the other person is feeling. Die Technik an diesen Ohren ist noch nicht so weit entwickelt, dass wir immer richtig raten, was in dem anderen vor sich geht. But just that they direct us to what's in the heart. Aber sie leiten uns in die Richtung, was im Herzen lebendig ist. Then when we hear what they think. Es erlaubt uns, mit dem Leben wesentlich besser zu tanzen, als wenn wir in den Kopf gehen. And even if we guess wrong, und selbst wenn wir falsch raten, it communicates a very powerful message to the other person. Es teilt dem anderen eine ganz machtvolle Botschaft mit. It communicates to the person that no matter how you talk to me, es teilt dem anderen mit, dass egal wie du zu mir sprichst, I care about what's alive in you. Ich mach mir Gedanken darüber, ich sorge dafür, was in dir lebendig ist. What you're feeling and what you're needing matter to me. Was du fühlst und was du brauchst, das zählt für mich. No matter how you communicate, that's what matters to me. Und egal wie du kommunizierst, das ist, was mir wichtig ist. When the person trusts the sincerity in that. Und wenn die Person ernsthaft darauf vertraut, we're deep into a life, a dance of life. Dann sind wir tief drinnen in einem Tanz vom in einen Lebenstanz. Those of you who have read my book probably remember the story when I was in a refugee camp in Palestine. Die, die mein Buch gelesen haben, erinnern sich vielleicht an die Geschichte, die ich erzählt habe über das Flüchtlingslager. When I was being introduced, als ich vorgestellt wurde, and it was said that I was originally from the United States, und gesagt wurde, dass ich ursprünglich aus den Vereinigten Staaten komme. A gentleman jumped to his feet. Ein Palästinenser sprang auf seine Füße and screamed at me, "Murderer!" Und schrie mir zu, Mörder. About 45 minutes later, und etwa 45 Minuten später, after we had a dance of life, nachdem wir einen Lebenstanz zusammen hatten, he invited me to a Ramadan dinner at his house. Hat er mich zu einem Ramadan-Essen in seinem Haus eingeladen. All because of these ears, you see. Und all das nur wegen diesen Ohren. He calls me a murderer. Er nannte mich einen Mörder. But I don't hear what he thinks of me. Und ich höre nicht, was er denkt über mich. I hear what's in here. Ich höre, was ist im Herz lebendig. What he's feeling, what was sind he's seine needing. Gefühle, was sind seine Bedürfnisse. Sir, are you feeling angry because you need a different kind of support from my country than you're getting? Fühlst du dich ärgerlich, weil du brauchst eine andere Art von Unterstützung von meinem Land? I don't know if that's right. Ich weiß nicht, ob das stimmt. But I'm trying sincerely to hear what's in his heart. Aber ich versuche ernsthaft zu hören, was in seinem Herzen vor sich geht. So that we can engage in a dance of life. So dass wir in einen Tanz mit dem Leben kommen. He was a little stunned at first. Er war ein bisschen erstaunt zuerst. Apparently he's not used to somebody wearing these ears. Er ist wahrscheinlich nicht gewöhnt an jemanden, der solche Ohren auf hat. And he said, "You're darn right." Und er sagte zu mir, da hast du verdammt recht. We don't have housing, we don't have sewage. Why are you sending weapons? Wir haben keine Häuser, wir haben keine Nahrung. Warum schickt ihr uns Waffen? So now he's making it much easier to hear what's in his heart, see? Und jetzt hat es uns viel leichter gemacht zu hören, was in seinem Herzen vor sich geht. Just by putting my attention there. Allein dadurch, dass ich meine Aufmerksamkeit darauf richte. Making it much easier to have a dance of life. Das macht es viel leichter, einen Tanz mit dem Leben zu haben. And then after he felt fully understood about his feelings and needs. Und nachdem er sich vollkommen verstanden gefühlt hat, was seine Gefühle und seine Bedürfnisse betraf, he could hear me when I expressed my feelings and needs. Dann konnte er auch mir zuhören, als ich meine Gefühle und Bedürfnisse ausdrückte. And we both ended up getting our needs met. Und wir beide sind dahin gekommen, dass unsere Bedürfnisse erfüllt wurden. Which will always happen if we stay with the dance of life. Was immer passieren wird, wenn wir dem Tanz mit dem Leben treu bleiben. And stay away from analyzing each other. Und uns fernhalten davon, uns gegenseitig zu analysieren. And just dance with the life that's alive in each other. Sondern einfach mit dem Leben tanzen, was in jedem lebendig ist. Any questions, reactions? Irgendwelche Fragen oder Reaktionen? Yes. That's quite obvious for me, but what happens if it's a real challenging situation? For example, if you're facing the murderer of your daughter, can you still dance this dance of life?
Yes, and in fact it's necessary if you want to heal from it. Ja, und in Wirklichkeit ist es wirklich nötig, dass wir das da tun, wenn wir Heilung haben wollen. My work often gets me in situations where I'm with people dealing with such tragedies. Meine Arbeit führt mich zu in Situationen, wo ich mit Menschen, die in diesen Situationen stehen, zu tun habe. I'm often in a room with people who are with the person who has killed somebody in their family. Ich bin oft in einem Raum mit Personen, die jemanden von der Familie umgebracht haben. Or I'm in a room with the person who's with somebody who has raped them. Oder ich bin in einem Raum zusammen mit jemandem, der den anderen vergewaltigt hat. So, how do we get a dance of life between those parties? Und wie bekommen wir da einen Tanz mit dem Leben hin zwischen diesen Parteien? Now, in those situations, usually they haven't studied giraffe. Und in diesen Situationen meistens haben die Giraffensprache nicht studiert. So I have to lead them through this dance of life. Das heißt, ich muss sie zu diesem Tanz mit dem Leben führen. I have to help them to go through the dance steps. Und ich helfe ihnen, die Schritte durch diesen Tanz zu finden. So, how do we do this? Und wie machen wir das? So, let's say that this is a woman who has been raped by this man. Lasst uns mal annehmen, das ist die Frau, die von diesem Mann gegenüber vergewaltigt worden ist. And what I'm about to demonstrate for you is restorative justice. Und was ich euch damit zeigen möchte, ist restrukturierende, heilende Gerechtigkeit, wiederherstellende Gerechtigkeit. I hope you all learn what that the German translation of that, because I think if we're to have peace on the planet, we have to know what restorative justice is. Ich hoffe sehr, dass ihr den deutschen Ausdruck dafür lernt, weil um Frieden auf dieser Erde zu schaffen, muss dieser Begriff Fuß fassen. I keep forgetting to look up that word and how it's translated into German. Wiederherstellende Gerechtigkeit. Okay, so how do I get these, let's say that this is the woman who's been raped and this is the man who did it. Lasst uns sagen, die Giraffe, das ist die Frau, die vergewaltigt wurde, und der Wolf, derjenige, der es getan hat. How do I lead them through a dance of life? Und wie führe ich sie durch einen Tanz mit dem Leben? I say to the woman, in this case, I'd like you to express what's alive in you to him. Ich sage zu dieser Frau in diesem Fall, ich hätte gern, dass du sagst, was ist in dir lebendig gegenüber diesem Mann? What would you like him to hear? Was möchtest du gerne, dass er hört? You pig! Du Schwein! Or, and much worse comes out. Und wesentlich schlimmere Ausdrücke. I want you to die. I want you to suffer. Ich möchte, dass du stirbst. Ich möchte, dass du leidest. You know how you've ruined my life. Du weißt nicht, wie du mein Leben ruiniert hast. So, this person often doesn't have a language of life. Und diese Person hat meistens nicht die Sprache des Lebens. So I have to help them out. Und dann muss ich ihr aushelfen damit. With my giraffe ears. Mit meinen Giraffenohren. So I have to translate all of these wolf messages. Und dann übersetze ich all diese Wolfsbotschaften into a language of life. In eine Sprache des Lebens. So I'll just give you a little piece of that. Und ich werde euch einfach ein Stück davon geben. Because very often there's a lot of messages that this person wants the other to hear. Weil sehr oft sind es viele, viele Dinge, die diese Person möchte, dass sie der andere hört. So you want him to understand just how frightening it was to have your body violated in this way. Du möchtest, dass er versteht, wie bedrohlich das für dich war, dass dein Körper so missbraucht wurde von ihm. And how your safety ever since, it's frightening for you even to walk the streets. Und wie es für dich seitdem gefährlich ist, überhaupt auf irgendeiner Straße dich zu bewegen. So you have a deep need for some understanding of how your life has suffered as a result of this. Und du hast ein tiefes Bedürfnis, dass der andere versteht, wie sehr du in deinem Leben jetzt leidest aufgrund von dieser Handlung. Yes, yes, yes. Okay, so now we've got once I've helped her to express what's alive in her. Ich habe geholfen, dass sie ausdrücken kann, was in ihr lebendig ist. Now I say to this person. Und dann sage ich zu dieser Person.
Tell me back what she said is going on in her. Sage mir zurück, was sie gesagt hat, was in ihr lebendig ist. What is she feeling? Was fühlt sie? What needs of hers have not been met? Welche Bedürfnisse von ihr sind nicht erfüllt worden? And typically the other person says this. Und ganz typischerweise sagt die andere Person: I'm sorry. Es tut mir leid. I don't let them apologize. Und ich lasse sie nicht sich entschuldigen. That's too weak. Das ist zu schwach. That's in the wolf world, that's what everybody's been taught. You apologize and you're forgiven. Der Wolfswelt wurde das allen beigebracht. Du entschuldigst dich und alles ist vergessen. Oh no, Wolf, I don't want to hear an apology. Nein, Wolf, ich will keine Entschuldigung hören. I want you to hear how her life has suffered as a result of your action. Ich möchte, dass du hörst, wie sie in ihrem Leben leidet als Folge von dem, was passiert ist. Say out loud what she's feeling and needing, so she knows that she's understood. Sprich es laut aus, was sie fühlt und was sie braucht, so dass sie sieht, dass sie verstanden worden ist. Oh, this isn't easy to get this poor wolf to do this. Und das ist nicht leicht, dass dieser arme Wolf das dahin kommt, das zu tun. His eyes look like he's being tortured. Er schaut aus seinen Augen, als wenn er gequält wird. So much easier to apologize than to really see the pain that our actions can have stimulated. Es ist so viel leichter, sich zu entschuldigen, als zu sehen den Schmerz, den unsere Handlungen ausgelöst haben. So it's often not easy. I've got to maybe repeat her message several times. Und es ist oft nicht leicht und ich muss oft mehrmals die Mitteilung wiederholen. So that's part of the dance, you see. Und das ist ein Teil des Tanzes. Getting this person to see what's alive in the other person. Die andere Person dahin zu bringen, dass sie sieht, was lebendig ist in dem Gegenüber. And then another part of this dance. Und ein anderer Teil des Tanzes ist. Is to have this person see what was going on in him when he did that. Dass diese Person sieht, was in dem Mann gegenüber lebendig ist, lebendig war, als er das getan hat, was er getan hat. To see what he was feeling and needing at the time he did it. Dass sie sieht, was er gefühlt und gebraucht hat zum Zeitpunkt, als er das getan hat. Now that part of the dance isn't easy. Und dieser Teil des Tanzes, der ist nicht leicht. Because usually when people behave like that, weil normalerweise, wenn sich Menschen so verhalten wie der, they don't know what their needs are. Dann wissen sie nicht, was ihre Bedürfnisse waren. So when I ask them, what needs of yours were you trying to meet by doing this? Wenn ich sie frage, welches Bedürfnis von dir wolltest du erfüllen, als du das getan hast? I did it because I'm a pig. Ich habe es gemacht, weil ich ein Schwein bin. I'm dirt. Ich bin Dreck. I ask him what his needs are. Ich fragte ihn, was seine Bedürfnisse waren. He tells me what's wrong with him. Und er sagt mir, was mit ihm nicht stimmt. I said, how long have you thought you were dirt? Und ich frage ihn, wie lange denkst du schon, dass du Schmutz bist? My whole life. Mein ganzes Leben lang. Okay, so that hasn't stopped you from doing what you did. Okay, das hat dich nicht davon abgehalten, das zu tun, was du gemacht hast. So calling yourself names, I don't think is going to help anybody. Also, wenn du dir selbst Schimpfnamen gibst, das hilft dir nicht, dass du anders bist. My question is, what needs were you trying to meet by doing it? Meine Frage war, welches Bedürfnis wolltest du erfüllen durch das, was du getan hast? What was alive in you when you did that? Was war in dir lebendig, als du es getan hast? So it's not easy. This person's probably never looked inside and knows what he's needing. Das ist nicht leicht, weil diese Person hat wahrscheinlich noch nie in sich hineingeschaut und entdeckt, was sie wirklich braucht. When I get him clear about what his needs were. Und wenn ich ihn dahin gebracht habe, sich klar zu werden darüber, was seine Bedürfnisse sind. And this person can see that. Und diese Person das sehen kann. You have two different people then who came in the room together. Dann habt ihr zwei ganz andere Menschen als diejenigen, die in den Raum ursprünglich hineinkamen. Because we've just helped them go through a dance of life. Weil wir haben ihnen gerade geholfen, durch einen Tanz mit dem Leben hindurchzugehen. And I do a similar process when I'm in Rwanda with people who've had their families killed by the people in the group. Und ich mache einen ähnlichen Prozess, wenn ich nach Ruanda gehe und mit Menschen arbeite, die ihre ganze Familie verloren haben. I was in northern Nigeria. Ich war in Nordalgerien. Working with two groups that were killing each other. Und arbeitete dort mit zwei Parteien, die sich gegenseitig umbrachten. One quarter of the population killed in one year. Ein Viertel der Bevölkerung war umgebracht worden in einem Jahr.
And again, I start by asking the chiefs from both of these tribes sitting on opposite ends of the table. Und ich habe die Chefs von den beiden Stämmen, sie saßen gegenüber an einem Tisch. Again, I start by saying, let's start with what needs of yours are not being met in this country. Ich habe angefangen damit, dass ich sie fragte, was für Bedürfnisse von euch sind nicht erfüllt worden. See, I want to get them into a language of life, a dance of life. Wollte sie in eine Sprache des Lebens hineinbringen, in einen Tanz. What are our needs? Let's hear each other's needs, then we can all get our needs met. Was sind eure Bedürfnisse? Was sind die gegenseitigen Bedürfnisse, so dass wir sie erfüllen können? So I ask about needs. Und ich fragte nach Bedürfnissen. But I'm not optimistic they're going to be able to answer my question. Und ich war nicht optimistisch, dass sie meine Frage beantworten würden. Because if they had a language of life, they wouldn't have had to kill each other. Weil wenn sie eine Sprache des Lebens hätten, dann müssten sie sich nicht umbringen gegenseitig. So the first thing I heard from the chief of one on one side. Das erste, was ich von dem Chef der einen Seite hörte. You people are murderers. War euer Volk, ihr seid Mörder. So I had to help this person translate that into a need. Und dann musste ich dieser Person helfen, das in ein Bedürfnis zu übersetzen. See, if we have giraffe ears on, und wenn wir Giraffenohren aufhaben, we know that all criticism, dann wissen wir, dass alle Kritik, all blame, alle Beschuldigungen is a tragic expression of the speaker's needs. Ein tragischer Ausdruck davon sind von den Bedürfnissen des Sprechers. So when I have my giraffe ears on, und ich hatte meine Giraffenohren auf, and the chief said, murderer. Und der Chef sagte, ihr Mörder. I said, Chief, are you saying that your need for safety isn't being met at the moment? Und ich sagte, Chef, sagst du, dass dein Bedürfnis nach Sicherheit im Moment nicht erfüllt ist? And you want some agreement that no matter what the conflict, it be resolved in some way other than violence? Und du möchtest gerne eine Übereinkunft, dass was immer auch der Konflikt ist, dass der gelöst oder übereingekommen wird, ohne dass Gewalt angewendet wird. See, I don't hear what he thinks. Ich höre nicht, was er denkt. That he thinks the other side is murderers. Dass er denkt, die andere Seite, das ist sind Mörder. I hear what his needs are. Ich höre, was seine Bedürfnisse sind. Is that your needs, Chief? Sind das deine Bedürfnisse? That's exactly what I'm saying. Das ist genau das, was ich gesagt habe. That's what he would have liked to have said if he had learned giraffe language. Das ist das, was er gerne gesagt hätte, wenn er Giraffensprache gelernt hätte. So then I ask a chief on this side to say back what the chief said his needs were. Und dann habe ich den Chef auf der anderen Seite gefragt, ob er zurücksagen kann, was die Bedürfnisse des Ersten waren. And one of the chiefs on this side said. Und einer der Häuptlinge auf der Seite sagte. Then why did you kill my son? Warum hast du dann meinen Sohn umgebracht? Interesting question, isn't it? Es ist eine interessante Frage. If this person says he has a need for safety, then why does he kill the other person? Wenn die Person sagt, dass sie ein Bedürfnis nach Sicherheit hat und er fragt, warum hast du meinen Sohn umgebracht? In any event, I help them both sides to express their needs. Auf jeden Fall, ich habe beiden Seiten geholfen, ihre Bedürfnisse auszudrücken. To hear each other's needs. Ihre Bedürfnisse gegenseitig zu hören. In other words, I led them through a language of a dance of life. Und ich habe sie geführt durch diesen Tanz mit dem Leben. I think after only a couple of hours, und ich denke, es hat nur ein paar Stunden gebraucht. One of the chiefs said to me, und einer der Häuptlinge sagte zu mir, if we know how to communicate this way, we don't have to kill each other. Wenn wir uns auf diese Art unterhalten können, dann brauchen wir uns nicht mehr gegenseitig umzubringen. But we haven't been taught to express our needs. Aber es wurde uns nicht beigebracht, unsere Bedürfnisse auszudrücken. People don't make good slaves when they know need language. Die Menschen geben keine guten Sklaven mehr ab, wenn sie Bedürfnissprache kennen. You can't get people to spend 8 hours a day for 30 years of their life doing meaningless work. Ihr könnt die Menschen nicht dazu bringen, 8 Stunden jeden Tag von ihrem Leben, 30 Jahre lang von ihrem Leben, damit zu bringen, bedeutungslose Arbeit zu machen, if they're in touch with their needs. Wenn sie in Berührung sind mit ihren Bedürfnissen.